Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Herzlich willkommen zurück zum neuen wundervollen Video auf diesem Kanal. Heute beginnt ein weiteres Großprojekt von mir und Steve, würde ich sagen. Wir waren ja jetzt das letzte Mal in Kroatien, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Guckt euch die Videoreihe an, falls ihr sie verpasst habt. Und heute haben wir eine Mission, oder was heißt heute? In den nächsten 7 Tagen. Eine Serie für euch. Und zwar fahren wir in den nächsten 7 Tagen in die 7 größten Städte Deutschlands. Und jetzt kommt's, so günstig wie möglich. Wir wollen versuchen, mit den Bikes, das Einzige, was wir dürfen, ist zu tanken. Das ist das Einzige, wofür wir Geld ausgeben dürfen mit unseren Karten. Alles andere müssen wir versuchen, so günstig wie möglich zu machen. Wir haben keine Absprachen. Wir wissen nicht, wo wir übernachten wollen. Wir wollen Couchsurfing machen. Wir fahren einmal über, warte, das sage ich jetzt mal schnell an. Wir fahren über Hamburg, Dortmund, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und dann Nürnberg und dann wieder zurück nach Berlin. In den nächsten 7 Tagen. Wir wissen wirklich noch gar nichts. Wie gesagt, die einzige Regel ist, wir dürfen die Bikes vertanken. Alles andere ist offen. Und eine Sache noch, wir dürfen unsere Handys benutzen und auch Social Media, um über Kontakte euch Zuschauer irgendwie mit Schlaf- oder Schlafmöglichkeiten zu finden. Und das wird sehr lustig. Ich weiß noch gar nicht, ob das klappen wird. Die Reichweite ist nicht so hoch, dass ich sage, wir können überall schlafen. Vielleicht wird es passieren, dass wir plötzlich auf dem Rasen liegen, nachts oder so. Es wird jeden Mittwoch und Freitag bei mir auf dem Kanal, heute ist Mittwoch, da seht ihr das Video, wird es jeden Mittwoch und Freitag bei mir auf dem Kanal eine Folge geben. Und die dritte Folge immer kommt bei Steve. Bedeutet Mittwoch, Freitag und Sonntag bei Steve. Mittwoch, Freitag, Sonntag bei Steve. Immer die dritte Folge kommt auf Steve seinem Kanal. Um ehrlich zu sein, wir haben bis jetzt noch gar keinen Plan, eigentlich. Wir fahren einfach los. Es ist jetzt gerade Sonntag. Wir haben 15.37 Uhr. Wir wollen jetzt gleich los. So 16 Uhr peilen wir an, dass wir auf dem Bike sitzen und losfahren können. Wir fahren erstmal nach Hamburg hoch, gucken in Hamburg, was abgeht. In Hamburg haben wir halt zum Glück, Grüße gehen raus, in Hamburg haben wir Max und Lauch mit Schlauch. Lauch mit Schlauch kennt ihr schon aus dem Video. Max haben wir damals in unserer Hamburg-Reise kennengelernt. Wir hoffen, dass uns einer rettet, dass uns einer hoffentlich heute aufnimmt und uns irgendwie... Ganz kurz, wir haben nicht mal Zahnbürsten dabei. Wir haben wirklich nur Klamotten dabei. Eigentlich nur Klamotten. Und in meinem Rucksack ist das ganze Technik-Equipment, was wir brauchen, um das für euch festzuhalten. Sonst haben wir nichts. Wir haben wirklich nichts. Wir haben keine Zahnbürsten, wir haben kein Trinken, wir haben kein Essen, wir haben nichts. Trinken haben wir schon uns einen Plan gemacht. Das wollen wir jetzt gleich versuchen oder mal gucken, auf den ersten Raststätten, wo wir sind, hinzugehen, zu fragen, ob wir eine Flasche Wasser kriegen können oder so. So zumindest der Plan. Alles andere wissen wir selbst noch nicht. Wir müssen gleich erstmal ein bisschen spekulieren und philosophieren. Plan ist jetzt so: Autobahn, dann in den nächsten 4 Stunden nach Hamburg, heute Abend in Hamburg ankommen und irgendwie jemanden finden, der uns eine Zahnbürste gibt, der uns irgendwie Zahnpasta gibt. Und irgendwo, wo wir schlafen können, im besten Fall. Im besten Fall, sage ich auch so, weil vielleicht schlafen wir auch einfach auf der Straße. Wir setzen uns jetzt erstmal auf die Bikes. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir losfahren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser unglaublichen Serie. Einfach mal was erleben. Meine Eltern sagen, ich bin bescheuert, weil ich das mache. Die sagen, ich bin bescheuert. Ich finde es aber geil. Ich finde es aber geil. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt. Wenn ihr es weiter verfolgen wollt vor allem. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder auf dem Motorrad. Bis gleich. Wir sind jetzt da angezogen und bereit. Steve hat seinen Rucksack auf, ich habe meinen Rucksack auf. Man muss vielleicht wirklich dazu erwähnen, bis jetzt weiß noch niemand, dass wir das heute machen. Weder Max weiß es, noch irgendwelche Leute. Wir haben keine Kontakte, wir haben niemanden gefragt, niemanden was gesagt. Wir fahren jetzt einfach los und gucken, was diese Woche mit sich bringt. Hamburg. Erstes Ziel. 270 Kilometer, 3 Stunden. Wir fahren in den nächsten 7 Tagen einmal komplett um Deutschland herum. Das wird verrückt. Regeln sind halt wirklich, wir dürfen nur das Handy benutzen. Also Handy dürfen wir alles benutzen, auch Kontakte im Internet nachfragen. Wir dürfen nur kein Geld von der Bank abheben oder irgendwie im Internet was kaufen oder so. Genau, wenn wir irgendwie was trinken oder essen wollen, müssen wir uns... Das erfragen, erbetteln. Wir haben schon überlegt, ob wir Pfandflaschen sammeln gehen zum Beispiel. Und was wir halt nutzen dürfen, sind Kontakte. Also ich darf jetzt zum Beispiel Max in Hamburg anrufen und sagen, Max, wir dürfen nicht sagen, warum. Also wir dürfen nicht sagen, dass es für YouTube ist. Aber wir dürfen sagen, ey, wir machen hier gerade ein Projekt. Hast du Bock, uns irgendwie einen Fünfer dafür zu geben oder so, damit wir überleben? Und dann gucken wir mal. Wir müssen heute wirklich, das wird eine Alan Harper Woche. Wir werden uns überall richtig unangenehm durchschnurren. Ab geht's, 3 Stunden 10.
Ich habe noch keinen guten Sitz, war an meinem Motorrad gerade. Ja, das wird mit der Zeit kommen jetzt. Steve, sein Rucksack ist jetzt 9 Kilo schwer und meiner 6,5. Und wir tauschen die Rucksäcke immer tagsüber. Immer macht mal einen Tag der, damit wir uns die Gewichte aufteilen. Aber das ist natürlich beim Motorradfahren auf den Sport dann auch noch sehr anstrengend. Das wird auf jeden Fall sehr anstrengend. Die Woche wird ein Kampf, aber auch richtig geil. Wir werden alle... Und da ist eine Flasche! Was? Wollen wir die Flasche gleich mitnehmen? Noch eine Flasche, drei Flaschen! Wollen wir die gleich mitnehmen? Wir müssen! Wir brauchen eine Flasche, um Wasser zu holen, zum Auffüllen. Komm mal mit, du musst mir sagen, welche du am ehesten nehmen würdest. Ja, als ob du jetzt schon eine Flasche gefunden hast. Wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, weil wir können ja theoretisch Pfandflaschen sammeln zum Wegbringen, sowie Pfandflaschen sammeln, um zum Beispiel an der Tankstelle auf Toilette die Pfandflaschen aufzufüllen mit Wasser. Genau, das heutige Problem ist, es ist Sonntag, heute können wir keine Pfandflaschen wegbringen. Genau, das heißt, wir müssen uns für heute was anderes einfallen lassen. Und so ekelhaft es klingt, wir müssen auch so Flaschen trinken. Da, guck mal, da sind zwei. Aus benutzten Pfandflaschen auch noch. Das sind drei. Ach du Scheiße. Wir wissen nicht, was da für Münder dran waren, ne? Aber müssen wir durch. Wir können aber jetzt nicht alle Pfandflaschen mitnehmen. Das schaffen wir nicht in die Rucksäcke zu stecken. Du hast extra so viel... Warte, hab ich sowas auch? Guck mal meinen Rucksack. Warte, ich will kurz gucken, ob da hinten noch eine bessere Pfandflasche war. Ich finde die hier schon richtig gut, die wir jetzt haben. Wir dürfen die nicht ansetzen. An der Lippe. Nicht? Willst du richtig so... Dann nehmen wir die. Kipp erst mal aus. Das wird so eine Scheißwoche. vielleicht gibt uns irgendjemand in Hamburg eine Flasche, die nicht benutzt ist. Safe. Aber die nehmen wir jetzt erstmal als Backup mit. Du hast hier extra so Pfandflaschenhalter, warte ich. Hält die? Hält die, glaube ich? Hält 100%. 100%. Die hält 100%, die hält alles aus. Die kriegt den dritten Weltkrieg mit. Aber ich würde trotzdem noch mal betteln gehen, dass wir wenn wir an einer Raststätte sind, die Leute einfach anquatschen, ob wir was zu trinken kriegen können. Genau, ob wir was zu trinken kriegen, ob wir zur Flasche gehen können. Wenn sie nein sagen, dann haben wir einen Ersatz, also haben wir eine Ausweich. Eine Backup, eine Sicherheit, ja. Natürlich, am liebsten wäre es im Ofen, wenn wir schön mit aus einer frischen Flasche trinken, aber ich sag mal so, das Leben ist kein Ponyhof. Wir müssen auch irgendwie achten, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit sehen, an Geld zu kommen, sofort einladen. Wir müssen halt unbedingt mit dem Geld so gut umgehen, wie wir nur können, wa? Ja, das Geld muss gut investiert werden, definitiv. Wir müssen halt heute Abend, egal wo wir unterkommen, wir müssen irgendwie an eine Zahnbürste kommen und Zahnpasta. Und irgendwann, gut, denn Zeug ist natürlich nicht geil, aber irgendwann müssen wir auch an so Duschgel, das Shampoo, Duschgel kommen. Irgendwie so, wir können ja zur Not auch in einem See baden gehen oder so. Ist zwar jetzt nicht super geil, aber besser als gar nichts. Wir werden so viel sehen in den nächsten Tagen, Steve. Wir werden so, du checkst doch nicht, wie viel wir erleben werden in den nächsten 7 Tagen. Das werden 7 Tage. Wir werden Freude empfinden, Hass empfinden, alles. Digga. So schön. Wir werden einfach die Skyline in Frankfurt sehen. Das kann ich gar nicht glauben, dass wir die sehen werden. So surreal ist es für mich. Das Einzige, was ist, ich habe Diabetes, das wissen ja auch viele. Und wenn da halt irgendwie eine Unterzuckerung oder so ist, dann muss ich irgendwie Traubenzucker essen oder so. Das geht aber halt nicht anders so. Was soll ich machen? Ich sag dir echt, dein Rucksack sieht gar nicht so kacke aus, wie du die ganze Zeit sagst. Man sieht halt, dass nicht? Wir... Nee, finde ich nicht. Man sieht halt, dass wir jetzt quer durch Deutschland fahren, 2000 Kilometer so. Aber sonst... Wir müssen mal gucken, wir wollen jetzt erstmal auf die Autobahn auffahren und irgendwann dann bei der ersten Pause wollen wir mal Max anrufen. Und das wird dann wirklich, ich werde Max anrufen und werde Max sagen, Max, egal was du heute vorhast, wir müssen bei dir schlafen. So. Genau, Max, wir sind in anderthalb Stunden in Hamburg, ich schlafe bei dir. Du musst uns eine Unterkunft geben und wir brauchen mal bitte irgendwie ein bisschen Wasser, bitte. Und bitte vielleicht... Einmal kurz Wasser, so einmal nur bitte am Waschbecken, einmal Waschbecken, bisschen Kaltwasser. Ja. Es ist heute wirklich so warm. Ja, es sind gerade 30 Grad heute, oder 33 Grad, ne, glaube ich heute. Genau, 33 Grad, gestern waren 36 Grad, heute 33 Grad. Es ist geisteskrank. Gestern war der wärmste Tag des Jahres, heute ist aber auch wieder brachial warm. Aber was folgt meistens nach einer harten Wärmewelle? Regen. Ja, da müssen wir durch. Wir sind auf jede Wetterart gewappnet. Ich habe 3 Müllsäcke dabei, dass falls es aus Kallen anfängt zu regnen, wir wenigstens die Rucksäcke schnell einpacken können, damit nicht alles komplett klitschnass wird. Per und ich haben natürlich nicht 7 Schlüpper mitgenommen. Nein, wir haben 3 Schlüpper. Ich habe 2, also ich habe 2 Ersatzschlüpper und einen habe ich an. Also ich komme 6 Tage, würde ich kommen. Also ich habe 1 Schlüpper an und glaube ich 3 Ersatzschlüpper. Ja, ach, wo machst du dir Sorgen? Musst du mal 2 Tragetage den Schlüpper mal tragen. Was ist los, Großer? Bei den Temperaturen, dann riecht nur eine Eier, aber richtig nach Ja, da müssen wir jetzt durch. Das ist halt jetzt einfach mal so.
Also was auch wirklich lustig wird, ist Couchsurfing. Ich werde in meiner Insta-Story und auf TikTok, vielleicht habt ihr ein paar TikTok schon gesehen, werden wir immer nachfragen, was wir so machen können, weil wir nutzen ja auch Ideen von euch. Ey, wir sind morgen in Frankfurt. Wir brauchen mal eine Unterkunft. Oder in Düsseldorf oder was weiß ich wo. Ist ja scheißegal. In München sind wir morgen. Wir brauchen mal eine Unterkunft. Gibt es irgendjemanden, der uns aufnimmt? Oder müssen wir einfach bei irgendeinem fremden Zuschauer schlafen? Ich habe wirklich Angst, dass wir abgebrochen werden. Oder eins von beiden. Ja, das kann. Oder fertig. Vielleicht werden wir auch umgebracht einfach. Vielleicht werdet ihr die Videos nie sehen, weil wir tot sind. Also wenn ihr ein Teil von dem Ganzen hier sein wollt, guckt gerne bei Per und meinem Insta und TikTok vorbei und verfolgt uns, weil er wird was posten, ich werde was posten. Und dann könnt ihr uns immer unterstützen und werdet natürlich dann im Video auch gezeigt, wenn ihr das wollt. Hamburg sind nur laut Navi 3 Stunden. Also ich sag, in 4 Stunden, es ist jetzt genau jetzt Punkt 16 Uhr. Punkt 16 Uhr. Ich sag, 20 Uhr sind wir in Hamburg. So, ab geht es auf die Autobahn. 2 hübsche Männer auf dem Trip ihres Lebens. Ja? Ist das ein Traum, ey? Ist das ein Traum? 292 Kilometer wird jetzt die Autobahn gefahren. 2 Stunden auf dem Schuss sind auf Tacho und gucken mal, wann wir den ersten Stopp jetzt gleich machen. Wir sind jetzt gleich beim ersten Autohof. Wir haben noch 1 Stunde 53 auf der Uhr nach Hamburg. Uns geht's körperlich richtig gut. Es ist alles voll mit Stau, komplett. Ja, mal gucken. Wir fahren jetzt einfach erstmal auf den Autohof rauf und versuchen uns irgendwie irgendwo was zu trinken zu organisieren. Weil es sind 33 Grad, deswegen filtern wir auf für alle, die sich hier gerade beschweren. Natürlich ist es nicht ein Standstreifen, sondern eine dritte Spur, um auf den Autohof zu kommen. Wir fahren hier, weil es halt einfach viel zu heiß ist. Also es ist, Digga, ich kipp sonst um. Digga, das ist so, ich hab mir das halbe Benzin über den Tank, bin ich dumm, scheiße. Fressen hier alle Eis, ey, mir den Arsch. Ja, das ist jetzt richtig schwer reinzugehen und sich nichts zu kaufen, Digga. Und gleich hier richtig, wie Obdachlose müssen wir gleich die Leute anbetteln, obwohl hier eine Tankstelle ist. Hör, guck mal, was da kommt. Oha, Digga, oh mein Gott, was ist das denn? Boah, oha. Digga, da kommt eine goldene R1. Oha, Digga! Ist ja verrückt, hallo! Moin! Dich kenne ich! Ja, natürlich! Ich habe Windschutzkopfhörer drin, deswegen höre ich euch nicht so gut. Aber ja, ich muss auch bezahlen, keine Ahnung. Dankeschön, schönen Tag. Wir haben einfach Leute getroffen, die wir kennen. Ich wusste gar nicht, dass ich die kenne. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich frage dir jetzt gleich noch was zu trinken. Weißt du, was ich jetzt gleich mache? An die? Ja, na klar fragen wir die. Ich habe die A1 gesehen, ich dachte so, was ist das denn? Bruder, wie krank sieht bitte deren Anhänger aus, ja? Euer Anhänger sieht so krank geil aus, Digga. Alter. Junge, oha. Wo fahrt ihr hin? Ich komme von Ostsee. Ach, ihr kommt jetzt, ihr fahrt nach Hause jetzt gerade. Ach du Scheiße, Digga, ihr müsst aufpassen. In die Richtung, wir sind dran vorbeigefahren, 15 Minuten Stau, komplette Vollsperrung. Das sieht so scheißen cool aus, ja, oder? Das sieht wirklich geil aus. Alter. Im Rückspiegel einfach. Ja, kann ich euch vorstellen, Junge. Wir fragen die jetzt einfach, ob die was zu trinken für uns haben. Darf ich euch was fragen? Was los? Habt ihr zufällig was zu trinken? Wir sind gerade auf dem Projekt. Wir wollen in den nächsten 7 Tagen die 7 größten Städte Deutschlands abfahren. So, die 7 größten Städte in den nächsten 7 Tagen und so günstig wie möglich wollen wir das versuchen zu schaffen. Heißt, wir müssen uns überall was betteln einfach. Klingt das, ja, dürfen wir? Darf ich wirklich? Wisst ihr, was wir erst machen wollten? Wir wollten jetzt erst zu den Leuten. Wir wollten zu den Leuten hier gehen und fragen, ob wir was von ihnen zu trinken haben dürfen. Können wir eine Flasche, können wir die mitnehmen vielleicht? Die Flasche, also die leere? Sicher? Oh, Digga, wirklich so geil. Was ist die nächste Station? Wir fahren jetzt nach Hamburg. Und von Hamburg aus dann im Prinzip Dortmund, Düsseldorf, Köln. Und dann wieder Köln über hinten runter wieder zurück. Ja, genau, dann fahren wir wohin noch. Die verdreckte Flasche da raus. Ja, die haben wir gefunden, die haben wir erstmal mitgenommen. Ist das überhaupt Pfand? Das ist gar kein Pfand. Das ist Schmeiß, Scheiße. Ja, dann die außen ab. Machen wir. Dürfen wir was? Wirklich jetzt? Nein. Kriegen wir das wirklich? Digga, ihr seid wirklich unsere Rettung. Wirklich. Das ist geisteskrank.
Bruder, danke schön. Ich hatte so Angst, dass wir betteln müssen morgen früh. Ich habe so gedacht, dass wir betteln müssen. Ich war so bereit, morgen zu betteln. Ich habe mich schon vollkommen darauf eingestellt. Nein, du willst, gibst du das? Tiger, das kriegen wir gar nicht transportiert. Wir können gar nicht mehr mitnehmen, glaube ich. Alter. Jo, Bruder! Digga, ihr rettet unseren Arsch. Wirklich. Wir müssen gleich erst mal gucken, wo wir die hinpacken. Das ist richtig geil. Ja, ich muss jetzt erst mal was trinken. Wir haben gesagt, wir machen erst mal unser Ding weiter, weil wir ja gleich weiter nach Hamburg müssen. Ich stelle uns jetzt erstmal hier hin. Real Talk, Steve, können wir die Capri-Sonne jetzt schon trinken? Ja. Ja, bitte. Ich habe auch richtig Durst. Ich habe auch richtig Durst. Wo sind denn die Capri-Sonne? Hab ich bei mir im Kopf. Hast du, okay. Das war gerade ein Engelsschwur. Das war positiv für die nächsten 7 Tage. Guck dir das an. Wir haben Wurst bekommen, Brot bekommen und dann haben wir noch Chips bekommen. Digga, besser. Es geht nicht besser. Wir müssen eigentlich Real Talk die Flasche bei Burger King voll machen gleich noch. Damit wir was zu trinken haben. Ich glaube, das ist das Smarteste, was geht. Ich habe jetzt das Essen hier zwischen mir. Wir stellen uns jetzt hier erstmal irgendwo hin, wo im besten Fall irgendwie so ein bisschen wenigstens Schatten ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Gib mal die Capri-Sonne. Die wird jetzt hier direkt aufgemacht. Jeder eine. Und wir müssen gleich noch gucken, wie wir das verwahren. Das machen wir aber gleich erst. Oh, jetzt erstmal eine Capri-Sonne. Alter, das ist so köstlich. Gucken wir mal, wie wir die jetzt da reinkriegen in die Rucksäcke. Oh, ich hab die Idee. Oh mein Gott, ich hab meinen Rucksack, kann doch... Ja, ja, das Netz. Wir können es hier einspannen. Oh mein Gott, Steve. Guck mal, der Rucksack, das ist ein OP-Rucksack, der wird nicht mehr so produziert. Den habe ich damals tunen lassen, der hat auch so einen verstärkten Reißverschluss. Den kannst du hier festmachen. Hopp. Dann kannst du das hier hinterklemmen. Gib mir mal das andere Essen noch. Dann können wir das hier. Und das Fladenbrot musst du mir auch noch geben, Bro. Warte, wollen wir erst das Fladenbrot und dann die Chips? So. Dann kommt das hier rein. Das kommt hier rein. So, dann mache ich hier noch fester. Bombe, oder? Was Brot da drin? Digga! Das war jetzt gerade auch wirklich eine crazy Idee, die ich hier hatte. Crazy. Wir sind schon aufs erste Problem gestoßen. Jetzt gerade, als wir eingepackt haben. Mach mal kurz Regenradar in Hamburg auf, bitte. Oh, Markus. Wir haben immer Glück. Immer Glück. Es ist jetzt 18 Uhr. Wir brauchen jetzt noch so 2 Stunden nach Hamburg circa. Und genau um 20 Uhr ist in Hamburg. So 19 bis 20 Uhr ist in Hamburg wirklicher Weltuntergang. Die Game-Dinger sind immer schlecht. Ja. Digga, Digga, um 19, genau um 20 Uhr ist in Hamburg komplett, auch auf dem Weg, wo wir herkommen, komplett Ende. Das ist komplett Ende. Das geht dann zwar danach weg, ja, ab morgen, also dann über die Nacht, aber das ist komplett Ende. Das kracht und pfeift, aber gewaltig, Digga. Wir rufen jetzt erstmal Max an, oder? Ruf ihn an. Mach Lautsprecher, aber wir rufen jetzt Max an. Max ist der Kollege aus Hamburg. Grüße nochmal an Max. Den haben wir kennengelernt in unserer Hamburg-Reise. Und den rufen wir jetzt an und fragen jetzt einfach, Max, wir kommen jetzt nach Hamburg. Hast du eine Unterkunft für uns heute Nacht? Und wenn Max keine hat, müssen wir mal auch mit Schlauchi anrufen. Hallo. Nein. Max. Oh, Max, lässt uns im Stich. Warten wir jetzt erstmal? Wir warten erstmal ab. Wir fahren erstmal weiter. Er hat jetzt 2 Stunden Zeit zurückzurufen. Wir warten erstmal ab. Wir fahren jetzt darüber zu Burger King. Wir gehen einfach gottlos da rein. Straight up auf Toilette. Machen die Flasche voll, gehen wieder raus. Ist das illegal eigentlich, jetzt deine Flasche da aufzufüllen? Burger King, wenn ihr seht, dass wir unsere Flasche aufgefüllt haben, bitte verklagt uns nicht, okay? Wir haben nur Durst. Bitte, wirklich. Bitte. Bitte nicht. Toilette. Was ist denn das hier für eine Toilette, Alter? Hier? Sogar eine Dusche. Ach, es ist eine Dusche? Nee. Das ist alles... Nein. Ah, defekt. Gib mal Wille. So, wir sind drin. Wir gehen erstmal pinkeln. Wir gehen erstmal pinkeln, ja, okay. Erstmal pinkeln. Ja, ich füll jetzt. Ich füll die Flasche auf. Mach einfach, mach richtig dreist, mach einfach. Ich glaube, das sagt da niemand was. Mach einfach richtig, du musst einfach richtig. Ich mach grad. Digga.
Ist das kacke. Flasche läuft voll. Ist so gut wie voll. Sehr gut. Boah, geil. Geil. Ich hab auch, du kommst auch auf jeden Fall kostenlos raus. Ich hab grad schon gesehen. Du kannst einfach rausgehen. Okay. Ja. So, jetzt schnell raus hier. Ich hab die am Arsch lecken. Ist das kacke? Digga, ist das dumm. Was passiert, wenn man da rausgeht? Nee. Wir haben es geschafft. Wir haben uns ertrinken. Die sind nass. Das Auto ist nass. War nass. Oh nein. Ja, wir müssen jetzt erstmal kurz noch was trinken. Nein, ist super. Kannst du auf jeden Fall trinken. Kannst du 100% trinken. Wenn dann mal morgen Durchfall. Es geht jetzt weiter Richtung Hamburg. Wir hoffen, dass wir nach 20 Uhr da sind. Wir machen jetzt auch richtig ruhig, weil wir halt gar keinen Bock haben, komplett nass zu werden. 20.40 Uhr sollen wir da sein. Also wir müssen wirklich, wir können nicht mehr so lange Pause machen, die nächste. Die nächste wird wirklich nur einmal kurz und dann weiter. Pause nur, wenn es jetzt noch sein muss. Ja, genau. 1:40 können wir auch durchfahren, sag ich dir ehrlich. Läuft doch alles richtig gut heute. Naja, warte, Bruder, der Trip ist jetzt seit 2 Stunden. Oha, er sagt, läuft richtig gut, Digga, er lobt den Tag vor dem Abend, was sind das? Ja, und dann, ich schwöre, wir finden noch jemanden, bei dem wir in Hamburg schlafen. Und Digga, und wenn wir in einem Stripclub schlafen müssen. Digga, in einem Stripclub würde ich richtig gerne schlafen, ne? Das wäre so todeslustig, Digga. Oder stell mal vor, also es wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die uns keiner glaubt. Was ist also denn das hier für ein Flexer? Das ist schon ein bisschen weird, Flex hier, den so hinzustellen, wa? Kannst du wieder auf die andere Seite mal kurz kommen und mir sagen, ob meine Beintasche zu ist? Pass doch einfach an, ob hier der Reißverschluss ist. Ja, okay, schrei mich nicht an, ey, ich bin sensibel. Wenn du so anfängst, dann fahr ich nach Hause! Warte, dass du so dumm bist, hä? Was? Wenn du was weiter sowas sagst, dann fahr ich nach Hause! Du musst einfach mal ein bisschen nachdenken! Ja, dann fahr ich nach Hause! Komm, da Berlin steht sogar noch! Komm, fahr weg! Ja, dann mach das alleine, du Arschloch! Komm, ja, ich bin gerne alleine! So! Leck meinen Arsch! Ja, leck du meine Klöten, du fetter Witz! Haben wir uns jetzt wieder lieb? Ja! Super! Wir lieben uns wieder! Jetzt geht's weiter! Hallo? Ich steig oben! Hä? Ich glaube, Max ist am Telefon. Ich glaube, Max hat ihn gerade angerufen. Er telefoniert gerade mit Max. Ja. Wir sind. Hallo, Steve, ich hör's. Ja, CBR Stefan und Motopeer. Und zwar, wir haben eine ganz, ganz wichtige Frage. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Du musst uns helfen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Oh mein Gott. Bitte. Ich glaube, wir haben relativ Glück, was das alles angeht. Weil ich mir sehr sicher bin, dass wir durch euch als Zuschauerschaft immer in jeder Stadt Verpflegung kriegen. Wir werden euch auch treffen unterwegs, es wird richtig geil. Digga, versteht ihr, wie geil dieser Trip wird? Die nächsten 7 Tage werden so geil und auch anstrengend und emotional und all die Scheiße. Aber es gehört dazu, so gleichzeitig so geil. Ich freue mich da richtig drauf, Digga. Allein jetzt haben wir Essen hinten drin, wir sind gut verpflegt. Alles ist super, Digga, besser geht es nicht. Mal gucken, was bei Steve jetzt gleich rauskommt. Ich bin echt gespannt, Digga, ob Max uns die Unterkunft geben kann oder nicht. Per und ich fahren, sind heute losgefahren. 7 Tage, 7 Städte Deutschland und das alles ohne Geld auszugeben. Außer halt für Tank. Aha. Und wir müssen uns durchschnurren, essen, trinken und einen Schlafplatz. Und dabei liegt das Problem. Max, du musst uns aufnehmen. Ich habe aktiv gar nicht. Wir haben Besuch. Wie? Du hast Besuch? Ich habe Besuch. Bei uns im Schulhaus. Max, wir können doch nicht auf der Straße schlafen. Digga, anstatt dass ihr das mal vorher Bescheid sagt. Nein, durften wir nicht. Das ist ja der Sinn daran. Wir dürfen es immer nur gucken. Ihr seid so eine Helden, Digga. Ihr seid so eine Helden, dass ihr genau jetzt am Wochenende hier seid, ne? Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du uns nicht aufnimmst. Wie soll ich euch denn aufnehmen? Seid ihr in Hamburg? Wir fahren gerade nach Hamburg. Du weißt schon, dass hier gerade aktiv Weltuntergang ist, ne? Ja, wir wissen, dass da aktiv Weltuntergang ist. Das ist ja das Problem. Ihr seid solche Helden, ehrlich. Okay, Max, also du kannst uns nicht helfen, sagst du. Ich kann euch aktiv nicht helfen, sonst immer gerne, aber gerade mal das ist sehr schwierig. Alles gut, Bro. Okay, ich sag erstmal Per Bescheid.
Wir melden uns später bei dir, ob wir sterben oder nicht. Ich bin gespannt. Wir hören uns. Okay, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Ist wieder da? Max kann uns nicht aufnehmen. Max kann uns nicht aufnehmen? Nein, soll ich dir sagen, warum? Er hat gesagt, er kann uns immer aufnehmen, super gerne. Aber er hat genau an dem Wochenende Familienbesuch. Er hat gesagt, alle Gästezimmer sind belegt. Das ist das große Problem. Er hat gesagt, er würde uns super gerne aufnehmen. Aber also er hat gesagt, wenn wir nächste Woche da wären, könnte er sofort. Aber genau das Wochenende hier ist ganz schwierig. Aber können wir auf dem Boden schlafen? Er hat gesagt, ganz schwierig. Er hat gesagt, ich muss jetzt erstmal mit dir reden. Naja, dann ist jetzt unser nächster Haltestopp, würde ich sagen, Anruf an Lauch mit Schlauch von den Hamburger Wheelie Kids. Ich soll dir mal was sagen, er hat mir gesagt, in Hamburg ist gerade Weltuntergang. Ja, alles gut, aber das denken wir. Wir haben eh noch ganz viel Zeit. Ich sag, wir kommen nach dem Weltuntergang erst da an. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ihr müsst euch wissen, Per und ich waren heute in uns in keiner Stadt sicherer, dass mit Schlafplatz ging als in Hamburg. Wir haben gesagt, Hamburg erster Stopp, weil in Hamburg kennen wir so viele Leute, dass wir safe was finden. Wir fahren jetzt erstmal eine ganze Weile durch und später, wenn wir Ruhe haben und runter sind von der Autobahn, rufen wir Lauch mit Schlauch an und wir setzen wirklich halt alles auf die Hamburger Wheelie Kids, oder? Hamburger Wheelie Kids sind heute unser Hase im Ärmel, Digga. Mecklenburg-Vorpommern sind wir angekommen. Na Mensch. Das ist geil. Schön Mecklenburg-Vorpommern eingefahren gerade. Einfach Mecklenburg-Vorpommern. Es fängt jetzt gerade an zu regnen. Ich werde die ganze Zeit nass. Steve auch. Wir wollten schon die ganze Zeit anhalten an der Raststätte. Es fängt aber richtig an zu regnen. Wir sind, glaube ich, richtig in der Regenwolke. Wir müssen jetzt erstmal oder halten jetzt erstmal unter der kleinsten Brücke, die wir hier gefunden haben. Perfekt. halten wir jetzt erstmal an und gucken jetzt erstmal kurz, weil wir haben wirklich Angst, nass zu werden wegen dem ganzen Equipment und so. Wir wollen nicht alles einpacken und auspacken und was weiß ich. Regenradar gucke ich erstmal kurz. Ja, soll ich in der Zeit schon mal die Pullis rausholen? Ja, aber dein Pulli ist irgendwo richtig weit unten, ne? Aber mach mal hier bitte. Mach mal hier. Ach du Scheiße, Steve. Warum haben wir immer Pech? Wir haben immer Pech. Gottlos? Gottlos Pech. Ja, Bro. Das ist Hamburg. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber wir sind genau. Das ist genau unsere Strecke. Das ist genau unsere Strecke. Berlin-Hamburg. Guck mal nach dem Rasthof bitte schnell. Ob wir da nicht in Rasthof ist, damit wir schnell zum Rasthof kommen können. Was? Nein. Es soll bis 22 Uhr gottlos regnen. Ja, Bruder, dann sag mir doch, guck mal bitte schnell Raststätte. Ja. Wie fällt die Zeit? In 13 Minuten, McDonald's. Hat offen, wollen wir da hin? 13 Minuten. Da fahren wir hin. Pullis ziehen wir da an. Ja, ja, ja. Wir haben immer so Glück mit Wetter. Immer, immer. Es ist immer dieselbe Scheiße mit dem Wetter. Digga, es war kein Regen angesagt, gar nichts. Plötzlich, Digga, ultimative Unwetterfront in Hamburg. Leck mich doch. Gerade eben noch 30 Grad gewesen. Bin ich sauer. Boah, bin ich gerade sauer. Ihr habt immer dieses Glück mit dem verdammten Dreckswetter. Ja, ich werde komplett nass. Ich werde komplett nass, Digga. Wer geht denn auch davon aus, dass das Wetter von 30, 33 Grad Sonne auf Regen und 12 Grad umschwenkt plötzlich? Innerhalb von einer Stunde, Digga. Alter, was ist das denn, Steve? Hallo! Bruder, mein ganzes Visier ist nass. Oh, was soll ich gerade zu dir sagen, Digga? Was soll ich gerade sagen? Lass wirklich dein erster Moment warten. Oh nein, ich bin so nass! Es wird doller! Oh nein, oh nein! Nein! Kleine Äffchen, fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur ein paar Würen? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Würen. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Salami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.